Hallo, herzlich willkommen, lieber Krebs, zu deinem Liebe aktuell Video. Hier werden wir uns heute mal anschauen, wie du aktuell in der Liebe aufgestellt bist. Was war, was ist und was sein wird eventuell. Schauen wir uns das alles genauer an. So, es kamen schon zwei Karten heraus. Eine tiefe Sehnsucht hast du momentan, lieber Krebs. Und zwar, es ist eine Sehnsucht nach bedingungsloser Liebe, nach Geborgenheit. Du möchtest dein Herz öffnen, komplett öffnen. Manche werden in der Liebe sehr überrascht sein. Es geht um die Zweisamkeit, die Verbundenheit. Ihr möchtet Licht ins Dunkle bringen. Ihr möchtet mit eurem Herzmenschen weitergehen. Ihr möchtet auch nicht, dass so viele Leute mitmischen in der Beziehung zum Herzmenschen. Die geistige Welt sagt, du hast eine wahnsinnige Sehnsucht nach einem geborgenen Nest, nach einem Zuhause mit deinem Herzmenschen. Es war in letzter Zeit oft schwierig, weil sich einer von euch verschlossen hat, beziehungsweise ihr hattet vielleicht das Gefühl, nicht wirklich zu eurem Herzmenschen durchdringen zu können. Doch euer Herzmensch beinhaltet alles für euch und ihr tut dies auch für euren Herzmenschen. Ihr habt sehr viele Zyklen mit eurem Herzmenschen durchschritten und ihr steht vor einem Neubeginn. Vor einem totalitären, wunderbaren Neubeginn. Licht kommt ins Dunkle. So, lieber Krebs, wir schauen uns an, was war in deiner Vergangenheit, in der nahen Vergangenheit. In der Zwischenzeit, lass mir ein Abo da. Drück auf die Glocke, auf dass du keines meiner Videos verpasst. Like, kommentiere, wenn du Lust hast. Für Persönliches www.sternenmedium.de. Dort findest du alles, was du brauchst. Zu diesem Video gibt es selbstverständlich eine Extended Version. Diese ausführliche Version, den Link dazu, findest du hier unten in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. So, was war in der nahen Vergangenheit beim Krebs in der Liebe? So, in der Vergangenheit, lieber Krebs. Ja, da ist so einiges nicht gespürt worden, nicht gelebt worden. An Emotionen, sehr viel Unsicherheit, sehr viel Instabilität. Wer in einer Dreiecksbeziehung war, auch diese wurde beendet, beziehungsweise der Herzmensch hat sich eventuell für euch entschieden oder ihr euch für den Herzmenschen. Jedenfalls seid ihr in einer Situation gewesen, in der ihr emotionell sehr unstabil wart. Dadurch, dass ihr euch auch nicht wirklich mit euren Gefühlen auseinandergesetzt habt, wart ihr wie in Lähmung, wie in Starre und auch auf der materiellen Ebene, beruflichen Ebene, habt ihr eine sehr, sehr große Unsicherheit wahrgenommen. Ihr habt quasi alles dem den Rücken gekehrt,
ihr hattet einen wahnsinnigen Drang zu sprechen, zu kommunizieren, beziehungsweise es kann auch sein, dass Kommunikation auf euch zugekommen ist. Und zwar, es wurden die Bedürfnisse des anderen mitgeteilt oder alles das, was nicht erfüllt wurde. Wendet es bitte so an, wie es auf euch passt. Ich sehe eine jüngere Person, womöglich ein jüngeres Luftzeichen, war ausschlaggebend. Es waren Worte in den Wind gerufen, höre ich. Und zwar ging es um Pläne, um das, was jemand gerne hätte. Doch, lieber Krebs, auch du hast nicht wirklich ausgesprochen, nicht wirklich authentisch ausgesprochen, was du möchtest. Seht ihr, der Reizhusten fängt wieder an, Kommunikationsprobleme. Du warst der Spielball. Das bedeutet, du hast nicht aktiv gehandelt, du bist nicht aktiv für dich selbst eingestanden, lieber Krebs. Es waren Wünsche da, die aber nicht hundertprozentig authentisch kommuniziert worden sind und deswegen hat sich auch nicht wirklich was geändert. Bei einigen hat die Liebe auch mit dem Beruf zu tun. Sei es, dass es Veränderungen in der Liebe gab wegen einem Berufswechsel beziehungsweise der Beruf zu sehr ins Private mit hineingebracht wurde. Ich sehe hier ein Erdzeichen, welches euch viel versprochen hat und nichts eingehalten hat. Es war eher Schein als Sein. Und ihr standet vor einer Entscheidung, ihr wusstet aber ganz genau, auf was ihr euch eigentlich einlasst. Oft geht ihr auf dieses Erdzeichen ein, um die Wogen glatt zu halten. Doch ihr wisst nie, wie das Erdzeichen denn dann reagiert. Das findet ihr einerseits anziehend, abenteuerlich, doch es ist eine latente Unruhe da. Wir schauen uns an, was ist, lieber Krebs, jetzt? In welcher Situation in der Liebe befindest du dich? Ich höre auch, in der Vergangenheit fandest du es unfair, dass es immer nur um dieses Erdzeichen geht. Und nie wirklich auf dich eingegangen wird. So, was ist? Du bist in der Gedankenschleife. Du machst dir Sorgen um etwas. Schauen wir einmal, ob etwas endlich zur Ruhe kommt. Moment. So. Also meine Lieben, du machst dir Sorgen, hast eventuell schlaflose Nächte, es findet ein Energieraub statt oder zumindest du bist energetisch nicht geerdet. Du schenkst deinem Herzmenschen
mehr Aufmerksamkeit als dir selbst. Und das ist genau das, was dich aus dem Gleichgewicht bringt. Denn du möchtest ja eigentlich, dass dein Herzmensch glücklich ist. Du möchtest deinem Herzmenschen die Sterne vom Himmel holen. Doch somit kommst du aus dem Gleichgewicht, weil du nicht genug auf dich selbst achtest, lieber Krebs. Es spielt auch eine Sucht eine Rolle, und zwar ich bekomme für einige ist es eine verstärkte Alkoholsucht, dass vielleicht in letzter Zeit vermehrt Alkohol konsumiert wurde, als dir gut tut, lieber Krebs. Muss aber natürlich nicht sein. Jedenfalls geht es darum, dass sie sagen, du mehr auf dich achten sollst. Denn du hast Entscheidungsfreiheit. Du musst nicht immer in dieser Situation ausharren. Denn es fühlt sich so an, als würdest du denken, du hättest keine Entscheidungsfreiheit, kein Mitspracherecht. Doch das hast du sehr wohl, sofern es authentisch ist. Es geht darum, lieber Krebs, dass du momentan etwas geblendet bist. Sie sagen, sieh den Tatsachen ins Auge. Es kann auch sein, dass du dir Nachricht erwartest von deinem Herzmenschen. Es geht aber darum, dass du dich erdest, dass du nicht nur im Kopf bist und dir ausmalst, was wäre, wenn. Sie sagen, sehe den Tatsachen ins Auge. Wer mit einem Luftzeichen zu tun hat, ich höre, das Luftzeichen ist dabei auszuziehen. Sie sagen, wähle weise, lieber Krebs, wähle weise. Ein Stier ist sehr ausschlaggebend für dich, lieber Krebs, und zwar der Stier hält alles zusammen. Der Stier mag zwar dominant sein, doch er hält alles zusammen. Stier hat auch sehr viel Feuer in seinem Chart. Doch der Stier liebte die Zweisamkeit mit dir, lieber Krebs. Es findet sehr viel Wachstum statt, auch mit einem Schützen oder einem Feuerzeichen. Es geht um deinen spirituellen Weg in dieser Verbindung. Durch diese Person kommst du auch immer mehr auf deine Berufung. Beziehungsweise wirst auch spirituell sehr, sehr gefördert. Ich höre, dass im Monat Mai durchaus für einige ein Liebesangebot hineinkommt, beziehungsweise durch ein Feuerzeichen oder ein Erdzeichen, dass eventuell ein Heiratsantrag kommt, eine Liebeserklärung. Familie spielt eine ganz, ganz große Rolle im Monat Mai, lieber Krebs. So, wir schauen uns an, wie es denn weitergeht bei dir. Die potenzielle Zukunft, Liebe aktuell für den Krebsen.
eine karmische Verstrickung zu deinem Herzmenschen wird gelöst, höre ich. Ja, ganz wunderbar, lieber Krebs. Sieht ganz wunderbar aus. So, wir schauen uns das jetzt im Extended an. Drückt auf den Link hier unten in der Infobox und ihr werdet weitergeleitet. Wer hier aussteigt, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.